Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Let's Play eines neuen Spiels. Und zwar nennt sich das Ganze Hovercubes Arena. Und ich bin hier nicht alleine, sondern habe einen hüpfenden Jatak bei mir. Hallo. Hallo. Was hüpfst denn du aus dem Bild? Ja, da war ich doch. Zack, bin ich weg. Dann bin ich wieder da. Ja, das ist ein Multiplayer-Spiel. Man kann es zwar auch alleine spielen, aber mehr Sinn bringt es natürlich im Multiplayer, ist ganz klar. Wenn du es alleine spielst, dann hast du keine Freunde. Ja, so wie du aussiehst, sowieso nicht. Jetzt rennt er weg. Tschö. Ja, wir werden das jetzt gleich mal im Koop-Modus spielen. Ich hüpfe jetzt einfach mal hier runter. Ich mag jetzt dann die Treppe nicht runterlaufen. Es gibt zwar noch eine Treppe, aber das ist dann wieder so weit nach unten. Kein Fallschaden. Ja, gut, das kommt vielleicht noch, weil das Ganze ist auch Early Access. Explore Customization. Genau, Explore, dann machen wir das doch mal, oder? Mhm. Wir haben hier unten nämlich auch eine Umkleidekabine. Closed for reasons. Das ist wahrscheinlich, weil der Monitor registriert, wer da ankommt, und der Monitor registriert dich, deswegen gehen die alle zu. Ja, deswegen, geschlossen, weil Baum. So. So, wir können uns jetzt erstmal hier so ein bisschen einfärben und männlich oder weiblich machen. Nee, die gefällt mir von der Frisur nicht. Die? Willst du eine Frau sein? Nee, deswegen bin ich jetzt ein Typ. Du bist doch die Frau hier. Ich mach mich jetzt auch zur Frau. Nee, du warst doch schon eine. Ja, ich war mal testweise eine, aber ich hab mich ja wieder umgewandelt. So, Safe 2. Was ist jetzt los? Ja, das Spiel ist noch Early Access, man sieht's hier. Dein Kopf bleibt nicht ganz auf deinem Körper drauf. Das ist bei dir jetzt aber gerade nicht. Der schwingt ein bisschen durch die Gegend, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht habe ich auch irgendwie das Detaillevel zu niedrig gestellt in den Einstellungen. Schau jetzt mal. Weil ich wegen der Aufnahme... Ne, macht er immer noch, keine Ahnung. Sehr interessant, bei mir nicht. Ja, vielleicht ist es wirklich deswegen, weil ich habe halt wegen der Aufnahme das ein bisschen runterschrauben müssen, weil bei mir kein Programm das capturen will. Ja gut, es wirkt jetzt zum Beispiel auch, wenn man läuft, so ein bisschen, als würde man rutschen. Man läuft zwar schon, aber manchmal so, wenn du, schau mal auf meine Füße. Ja, flüssig ist das Spiel auf alle Fälle. Es ist auf alle Fälle flüssig. Wenn man selber spielt, aber die Aufnahme, die macht halt ein bisschen Problemskis. Ja, das kommt aber wahrscheinlich auch wieder ein bisschen aufs Aufnahmeprogramm an sich. Ja, weiß ich nicht, die X3 wollte es auch nicht, und normalerweise ist das gleich wie Fraps. Also, von der Performance her kann ich das mit meinem System auf Ultra spielen. Wenn ich es aufnehmen will, dann schraube ich runter. Hier oben können wir übrigens mal so ein paar Ausschnitte auf dem Monitor sehen, wie das Ganze jetzt in-game aussieht. Da uns aber Ausschnitte nichts bringen, fahren wir jetzt einfach mal selber genau an. Genau. So. So. Dann laufen wir mal hier zu dem Mittelteil da, diesem Matchmaker, genau. Und sagen einfach mal Play Entire Training Course. So. Blaze. Und du joinst mir wahrscheinlich nach. Press C to crouch through gaps. Ist übrigens auch eine sehr schöne Sache, die Hinweise, die ihr hier unten seht, links in der Ecke. Das sind zum einen ja, wie gesagt, Hinweise überhaupt, was ihr so machen könnt. Und zum anderen passen sich da die Tasten, die ihr selber auf eure einzelnen Aktionen zuweist, passen sich tatsächlich auch auf die Beschreibung an. Also wenn ihr jetzt C für eine bestimmte Aktion euch einstellt, steht das dann auch tatsächlich hier da. Es gibt ja auch teilweise Spiele, wo dann steht, drücken Sie Leertaste für das und das, obwohl man eigentlich was ganz anderes eingestellt hat, weil es halt Standard ist, Leertaste. Na? Ja. So. Andi spielt mit Tastatur, ich mit Controller. Genau. Das geht beides. Oh, ich bin gerade mega hier, die Musik, die setzt einen voll schon in, ne, Action-Stimmung. Ich habe halt auch gesagt, ich nehme den Jatak mit, weil ich voll Noob bin. Wir haben ja schon mal so eine Testrunde gemacht und der Jatak gewinnt meistens. Deswegen, damit hier jeder mal irgendwie sieht, was noobig ist und was nicht. Warum bin ich jetzt fest? Wie gesagt, ich habe aber auch schon ein paar Stunden mit Controller halt gezockt. Wegen Xbox und so. Also ihr habt halt hier die Möglichkeit, über Aktionen wie zum Beispiel beschleunigten Sprung. Was der Und der Andi genau das gleiche. Ja, was wir beide jetzt irgendwie nicht hinbekommen haben, über weitere Distanzen zu kommen. Hey. Warte, das kriegen wir hin. Nein!
Es ist halt irgendwie, also ich finde persönlich jetzt, wenn man es kann, ist es tatsächlich mit Gamepad sogar einfacher. Was der Jatak gerade nicht beweist. Weil der gerade nur diesen Jetpack-Sprung macht, der springt nicht normal. Na, man kann... Aha, geht doch. Man kann zum Beispiel einen Doppelsprung machen mit der Tastatur. Ist das zum Beispiel bei mir die Leertaste? Bei mir, Tag, weiß ich es gerade nicht. Bei mir ist es A auf dem Controller. Sieht aus wie ein Ziel. Ja, das ist schön. Soweit bin ich noch nicht. Ich glaube, man muss hier tatsächlich auch immer den richtigen Absprungpunkt finden. Yep. Dass das Ganze dann auch passt. Ja. Ja, unter was für eine Kategorie fällt dieses Spiel? Action, Jump and Run. Genau. In Ego-Perspektive wohl bemerkt. Genau. Nicht so von der Seite wie Mario, sondern das ist Action. Direkt. Mario von der Seite? Ja, Mario ist ja immer von der Seite. Das hast du ja immer von der Seite geguckt. Ja gut, Mario ist aber sehr, sehr, sehr gediegen alt mittlerweile. Mm-mm. Die bringt doch immer Refreshes raus für Wii und hast du nicht gesehen. Mario? Ja. Ach, ich dachte, du meinst jetzt das Spiel Mario. Ja, ich meine das Spiel Mario. Ja, aber Mario gibt es doch schon lange nicht mehr als Spiel. Bringen die aber auch für die Wii, haben die rausgebracht. Ja, gibt's das noch? Ich dachte, das gibt's schon lange nicht mehr. Das hieß New Super Mario Bros. Ich habe ja früher super gerne Jump'n'Run gezockt. So, So The Lost Vikings zum Beispiel war so mein erstes Jump'n'Run-Spiel seinerzeit. Ducken kann man sich hier übrigens auch, wenn man weiß, wie. Den Tipp hat er an dir ja vorhin vorgelesen. Beim Controller ist es X, also das Blaue. Bin ich jetzt? Aua, oh, ich habe meinen Kopf gestoßen. Und es ist natürlich ein Geschwindigkeitsspiel. Yep. Der Schnellere gewinnt natürlich. Der Schnellere ist halt der Geilere. Wobei bei uns kann man eigentlich noch nicht so wirklich von schnell reden, ne? Oh, da ist der Andi. Das amüsiert dich köstlich, kann das sein? Ich bleib auf Kamera, wie du abstürzt. Oh, ich hab's mal geschafft, wow. Es ging noch nicht. Oh. Dieser Chat. Jetzt hab ich gerade meinen Sieg verschenkt. Weil du gewartet hast, weil du mal nett zu mir warst. Der Julian ist manchmal auch nett zu mir, Handy halt die Schnauze. Da fällt mir ein, da mach ich doch mal gerade mein Handy auf. Es ist halt blöd, die ganze Zeit hat man es auf laut stehen, da passiert nichts und dann einmal, wenn man dreht, ja, dann geht's los. Das haben wir ja schon öfters gehabt. Das meistens, aber du kannst, man wirft dem iPhone ja immer vor, man könnte nicht entscheiden, ob man auf Vibrieren haben möchte oder auf komplett stumm. Kann man doch, man muss einfach den Nicht-Stören-Modus anmachen, dann hat man das schon, das habe ich jetzt erst rausgefunden. Ja, aber Julian, ja, bitte. iPhone und Vibrieren, ich weiß nicht, ob das die beste Kombination ist. Verstehst du? Weil anders als das Ei, was aus dem Huhn kommt. Oh, guck mal, wir haben Blöcke. Ja, wir haben ja jetzt immer wieder wechselnde Optionen hier. Vielleicht sollten wir das auch mal gerade erklären. Ja, nicht so wie du. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das Beste, was man tun sollte. Also man hat hier Blöcke. Genau. Da, wo der Attack steht, ich versuche da auch mal gerade irgendwie hinzukommen. Kann man schießen? Kann man auch wieder wegmachen. So zum Beispiel. Oh, ja. Und der Andi wollte es mir gerade wegmachen. Ja, und so, ich mach dem Andi das jetzt mal weg hier. Mich hat's erwischt. Oh, so. Ich muss aufladen lassen. Komm ich da jetzt noch rüber? Da komm ich doch gar nicht mehr rüber, oder? Natürlich kommst du da rüber. Kann ich mir das auch rüber? Nee, kann ich. Doch, ich kann es mir rüberschießen. Cool. So. Hey, machen wir mal weiter. Da machen wir mal hin. Nein! Ah, das müssen sie noch fixen. Was müssen sie? Fixen den Fehler. Welchen? Dass du manchmal direkt das Jetpack rausholst, obwohl du nur einmal springen willst. Ja gut, es ist halt wie gesagt Early Access, ne? Es bekommen da immer wieder Updates. Aber ansonsten läuft das Spiel schon echt gut. Das Problem ist halt, dass dieses Jetpack halt auch immer ein bisschen braucht, bis es nachgeladen hat. Also man sollte nicht unbedingt gleich weiterrennen, wenn man auf so einem Block steht, sondern tatsächlich erstmal warten, wenn man den Jetpack braucht. Oh, das war jetzt blöd. Das war jetzt sehr blöd. Wo bist du eigentlich? Ja, ich bin gerade runtergefallen, weil ich dachte, ich setze das Jetpack mit ein, obwohl ich es gar nicht benötigt hätte.
Oh mein Gott, ich hab mir gerade ganz knapp den Arsch gerettet. So? Ja. Oh ja, ja, also nein! Du hast dich gerade selber ganz knapp gerettet, meintest du das? Ja. Weil du hast ja gesagt, du hast den Arsch gerettet, Julian. Aua. Ach, guck mal, wie nett ich bin und ich lasse die Dinger nur da. Was ist nett? Ich, dass ich dir die Dinger nur da gelassen habe. Das ganz, ganz links kannst du rüberspringen, ohne dir einen Block zu setzen. Ja, oder du setzt dir einfach einen Block. Das geht natürlich auch. Es ist halt, es ist auch so ein bisschen eine, ja, eine Motivation dabei, ne? Man will ja immer schneller werden irgendwo mit der Zeit. Man will immer Erster werden. Das ist ja generell bei Spielen. Man will immer besser sein und besser sein und besser sein. Und irgendwann klappt es dann natürlich ultimativ. Bei mir klappt das jetzt überhaupt noch gar nicht so wirklich. Vielleicht sollte ich es tatsächlich auch wie du machen und sollte das auch mal noch so ein bisschen mit Gamepad üben. Ja. Aber es ist halt... Kommt halt drauf an, ist man ein Gamepad-Gamer oder Tastatur-Gamer? Ich sag mal so, PlayStation zum Beispiel, ich hab sie stehen, aber irgendwie das Gamepad streckt mir mal ab, weil ich tatsächlich wirklich ein Tastaturspieler bin. Das ist ja auch unbequem. Hättest du mit dem Xbox-Gamepad angefangen, dann hättest du direkt mit einem bequemen Gamepad angefangen. Ja, wieso ist ein PlayStation-Gamepad unbequem? Mir persönlich war das schon immer unbequem dadurch, weil das so klein war. Klein? So klein in der Hand, ja. Zum was Beispiel, was hast denn du für eine 3 PlayStation benutzt, sag mal? PlayStation 3. Das und ist doch nicht klein. Doch, das war mir viel zu klein. Das Xbox-Gamepad hat immer sehr schön die Hand ausgefüllt. Also die Plücke, die wir jetzt hier sehen, ich präsentiere euch das jetzt gerade mal, da kann man sich hochschleudern lassen. Also die haben so eine Gummifunktion, nenne ich es jetzt mal. Die sind rot und hüpfen. Das macht halt die diversen Level halt auch aus, ne? Ja, es gibt halt unterschiedliche Blockfarben. Es gibt blau. Die hatten wir zuerst. Dann gibt es diese hier. Ne, genau, die grünen hatten wir zuerst, richtig. Grün, die hatten wir zuerst. Die sind einfach nur physikalische Blöcke. Kann keine Farben. Da kann man, da kann man draufhüpfen, wie man hier sieht. Dong. Dong. Ich probiere mal in der Luft zu platzieren. Kennst du noch Disneys Gummibärenbande? Ja. Das Geräusch erinnert mich so ein bisschen daran. Sag mal, komm ich hier nicht rüber? Moin. Oder ist das? Ah! Ist übrigens ein super Spiel für Josh, ja? Ja. Lieber Josh. Ah! Inklusive Josh-Geräuschen, sag mal, irgendwie? Warum komme ich hier nicht rüber? Ha! Jetzt. So. So. Jetzt gibt es wahrscheinlich wieder die ein oder anderen Zuschauer, die schreiben dann wieder drunter, ja, das übt man ja erstmal so 3 Stunden lang, bevor man uns vorstellt, ja. Aber ihr wisst ja, wir machen hier wirklich die Reviews so, dass wir nicht großartig erst was üben, sondern wir wollen euch ja was präsentieren und das dann auch direkt so vorstellen, wie es halt ist, ja. Natürlich haben wir es uns angeguckt. Wir haben es uns kurz mal angeschaut. Ja, weil man muss ja auch wissen, was man vorstellt. Aber richtig. Wir haben das Spiel jetzt nicht exzessiv gesuchtet, dass wir jetzt sagen, oh, hör mal, das Spiel jetzt sind 15. Try. Wir können das jetzt so gut, dass wir das jetzt mal präsentieren können. Andi, du bist vertraglich, jetzt machen wir mal dich zu demjenigen, der das mit Tastatur spielt, damit du ein bisschen langsamer bist. Wieso komme ich hier nicht rüber? Weil du dir Blöcke schießen musst. Ja, du bist lustig, ich bin schon einmal rübergekommen. Bin auf der anderen Seite auf so ein hohes Dach gefallen, dachte noch, oh, ich bin drüben. Und dann bin ich irgendwie despawned. Ich weiß nicht, ob das irgendein Bug ist, weil eigentlich, wenn ich drüben bin, bin ich ja drüben. Ja. Kann nicht wahr sein. Gerade hier gucken. Das Lustige ist, bei unserer Testrunde hat das irgendwie besser funktioniert. Ja. Aha. Warte mal, wenn ich da jetzt runterfall, kann ich mich da vielleicht sogar rüberschießen? Nein! Kann ich nicht. So, wie komme ich da? Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es nicht allzu sehr ruckelt. Wenn, dann guck beim Andi. Was ruckelt? Das Spiel. Die Aufnahme beziehungsweise. Das Spiel läuft einwandfrei flüssig, nur die Aufnahme. Weißt du, was ich immer für einen Fehler mache? Ich habe immer so dieses Gefühl, ich müsste bei diesen Springblöcken nochmal zusätzlich Leertaste drücken. Mhm. Was ich ja eigentlich gar nicht benutzen muss. Ich würde gern zurückkommen. Ja, ich würde gern vorwärts kommen. Warte mal, wir machen das mal andersrum. Wir gucken dem Andi jetzt mal zu. So. Ich finde die Schriftart von den Zahlen cool. Ach so, jetzt so nach vorne, jetzt nach vorne. Gib dir mal Tipps.
Ja, gib mir mal Tipps, Julian. Das ist eine gute Idee. Jetzt guckst du, dass du auf dem Ding stehen bleibst hier. Auf dem. Die spawn ich da nicht wieder? Nein! Nein, da spawnst du nicht. Also du guckst, dass du jetzt hoch und dann hier drauf. Genau, jetzt hier drauf und jetzt einfach unten in die Mitte, in das Loch rein. Ja, das Problem ist, ich bin da oben drauf vorhin gelandet, nur da hat er mich despawnen lassen, warum auch immer. Darf er eigentlich nicht. Ja, ich weiß nicht, ich sag ja, vielleicht ist das ein bisschen buggy. Wow. Pass auf mit den Astlöchern, weil da bin ich vorhin beinahe runtergefallen. Jetzt hast du mir schon wieder den Sieg geschenkt. Gott, war das eine schlechte Runde. Meine Güte. Wie habe ich dir denn den Sieg geschenkt? Ich bin doch schon im Ziel. Warst du jetzt doch schon früher da? Ja. Wer hast das gemacht? Ich habe da schon auf dich gewartet. Ja, ja. Aber, haben wir Gleichstand? Scheint so. Oh, ich wollte mir gerade einen Schluck trinken.